Ja, guten Morgen zu Tag 7. Ja, wir haben jetzt 7.34 Uhr. Hab schon wieder alles zusammengepackt. Bin auch schon vom Campingplatz runtergerollt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder zurück auf die Strecke kommen. Ja, und ich denke mal, heute wird wieder ein richtig schöner Tag. Wir haben im Moment strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint schon. Wird angenehm warm. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's. Bevor es losgeht, dann noch ein paar Worte zum Campingplatz. Ja, auch die Waschräume und so weiter waren alle sehr sauber. War zwar alles sehr einfach, aber sauber und zweckmäßig. Also kann man, wie gesagt, durchaus empfehlen, den Campingplatz. Ja, wir haben jetzt 13,5 Kilometer am Tacho. Und das ist jetzt so der erste schönere Anblick, den wir haben. Bisher ging es wieder nur neben dem Deich her, also rechts der Deich, links der Fahrradweg und kaum Ausblicke irgendwo hin. Ja, ich denke mal, die Bilder habt ihr ja dann vorher gesehen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ja, hier sind jetzt die ersten kleineren Tümpel mal wieder zu sehen. Ja, ein bisschen Natur. So, dann fahren wir mal hier weiter und schauen, ob sich die Szenerie jetzt so ein bisschen mal verändert. Ja, nach gut 25 Kilometern sind wir dann endlich mal weg vom Deich und wir sehen die Elbe wieder. Zurzeit sieht es so aus. Ja, jetzt müssen wir hier über so eine Landstraße fahren, beziehungsweise auf einem Radweg, der direkt an der Landstraße angrenzt. Aber wir sehen zumindest die Elbe. Ja, ich komme ganz gut voran. Kein Gegenwind. Das ist halt sehr positiv. Und das Fahren macht schon Spaß, auch wenn es recht eintönig war. Aber jetzt haben wir ja wieder endlich Wasser und ein bisschen Weitsicht. Ich denke, jetzt wird es ein bisschen schöner für die nächste Zeit.
Ja, nach gut 28 Kilometern mussten wir dann mit der nächsten Fähre über die Elbe rüber. Und zwar war das diesmal die Fähre Zollenspieker. Ja, war eine recht schöne Fähre, diesmal auch 3 Euro. Steht jetzt hier noch. Ja, und wir fahren jetzt weiter Richtung Hamburg. Ja, wir haben jetzt 36 Kilometer am Tacho und 5 Minuten vor 10. Ja, jetzt ging es die ganze Zeit an der Straße entlang hinter der Fähre. Ja, und jetzt haben wir das erste Mal wieder so ein bisschen Natur. So ein Radweg, der so ein bisschen links und rechts mit Bäumen eingefasst ist. Ja, und rechts davon sind Felder und links stehen Häuser. Naja, hier kann man zumindest mal wieder schön fahren, ohne Autoverkehr. Na, schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Ja, nach 42,5 Kilometern habe ich diese schöne Pausenbank hier gefunden. Hier haben wir gerade ein bisschen gefrühstückt. Ja, und jetzt drehe ich mich mal eben und dann folgen wir jetzt erstmal wieder weiterhin. Ja, musste ich gerade abbrechen, kam gerade ein Fußgänger. Ja, und dann folgen wir halt weiterhin hier dieser Bahntrasse oder diesem bahntrassenartigen Radweg. Der geht eigentlich immer nur geradeaus, ist sehr gut zu befahren. Ja, und links und rechts zugewachsen. Ja, sausen wir mal weiter. Alles Weitere dann von der Strecke. Ja, jetzt merkt man eindeutig, wir rollen auf Hamburg zu. Sind nur noch ein paar Kilometer bis zur Innenstadt, habe ich gerade gelesen. Ich meine 8 oder 9. Ja, jetzt geht es hier auch schon los mit der Industrie. Der Radweg hier, auf dem wir fahren, der ist ja von Rennradfahrern übervölkert. Also hier ist richtig Rambazamba. Naja, aber wir kommen trotzdem gut voran. Radweg hier ist auch in Ordnung. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir gut nach Hamburg rein und vor allen Dingen wieder rauskommen.
Ja, das ist das andere Gesicht vom Elberadweg. Ich sag mal, für mich ist es das hässliche Gesicht. Andere Leute finden ja sowas schön. Ich stehe jetzt hier direkt neben dem Großmarkt. Der ist auf der rechten Seite. Ja, hier ist gerade kein Wasser. Und sonst nur Beton, Beton, Beton und Rennradfahrer. Dann nur mal eben so ein kleiner Schwenk hier auf den Großmarkt zwischen den Bäumen und dann auch weg. Ja, wie gesagt, für die einen ist es schön, für mich nicht. Ich habe hier immer nur das Gefühl, dass ich am liebsten schreien würde, Scott, bitte beam mich hier ganz schnell weg, zurück in die Natur. Und ich werde jetzt auch gucken, dass ich hier ganz schnell wegkomme. Daher werde ich hier nicht allzu viel filmen. Bisher lief die Durchfahrt ganz gut. Ich hoffe, dass sie auch so bleibt. Drück mal die Daumen, dass es auch so bleibt. Ja, das ist das erste Mal, dass ich die Kamera wieder rausholen kann. Ansonsten überall ja, totaler Menschenüberlauf. Ja, das ist nichts für mich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier aus dem Gewusel rauskommen. Kann ja nicht mehr allzu weit sein, hoffe ich zumindest. Hier ist dann nochmal ein kleiner Teil vom Altona Fischmarkt. Ich hoffe, ich habe das Schlimmste jetzt, glaube ich, überstanden. In 170 Metern an der Kreuzung links abbiegen auf Nebenstraße. Ja, ja, so sieht es hier aus. Die Stadt ist auf jeden Fall total verloren. Ja, und hier hätte mich jetzt die offizielle Elbe-Route, der GPS-Track, auf eine Fähre geschickt. Da habe ich aber keine Chance, mit dem Fahrrad drauf zu kommen. Die sind dermaßen voll, die Fähren, und ja, mit dem Hänger da reinzukommen, das wird auch übelst schwer. Jetzt gucke ich mal, dass ich zum alten Elbtunnel komme und dass ich dann da die Elbe überquere. Ja, jetzt stehen wir hier vom alten Elbtunnel. Ich hoffe, dass ich jetzt hier rüberkomme, weil mit der Fähre wäre es halt unmöglich gewesen. Ja, wenn das dann klappt, dann bin ich auch wieder glücklich. Aber im Moment bin ich einfach nur noch total gestresst. Ätzend. Wirklich ätzend. Ja, mit dem Lastenaufzug und so weiter hat alles ganz gut geklappt. Jetzt bin ich auf der anderen Elbseite. Sieht zurzeit so hier aus. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, wie ich zurück auf meinen Track komme. Wäre ein paar Kilometer Umweg, aber egal. Ich bin auf der anderen Elbseite, da wo ich hin muss. Und jetzt ist wieder die Welt in Ordnung. Vor allen Dingen bin ich jetzt hier weg von den Menschen.
Ja, wir haben jetzt 13 Uhr und so wie es aussieht auf der Karte, bin ich jetzt auf einem guten Weg Richtung Treck. Ich bin jetzt gerade über die sogenannte Katwijkbrücke drüber. Ja, dahin zu finden war gar nicht so einfach, weil da sehr viele Umleitungen waren, sehr viel gesperrt. Keine Ahnung, was da los war. Ist egal, jetzt sind wir da durch und wir fahren jetzt wieder Richtung Treck. Ich melde mich dann gleich wieder. Ja, jetzt stehe ich hier irgendwo im alten Land, bin aber nur noch knapp 2 Kilometer von meinem Treck entfernt. Habe hier gerade noch mal so eine kleine Trinkpause und Verschnaufspause gemacht. Muss jetzt noch mal gleich gucken, ob ich irgendwo eine Apotheke erwische. Ich bin nämlich überall total verbrannt, habe einen riesen Sonnenbrand. Überall fängt schon an, die Haut sich zu pellen, vor allen Dingen auf der Nase. Ja, muss ich mal schauen. Ja, hier sind wieder ein paar schöne Fleckchen Natur, die man zeigen kann. Da vergeht sofort der ganze Großstadtfrust. Richtiger schöner Ort hier. Ja, so sieht's nach 90 Kilometern aus. Sind wir hier irgendwo im Kranzbezirk Harburg. Links sind so ein paar große Kräne hier. Oder Krane, Kraniche. Ist mir alles egal. Hauptsache, ich bin aus Hamburg raus. So, jetzt müssen wir da rüber. Und dann will ich hoffen, dass wir gleich wieder komplett in der Natur verschwunden sind. Jetzt wird aber Zeit. Ungelogen, 10 Minuten später.
Ja, ich stehe jetzt hier ein paar Kilometer vor Stade, hatte jetzt gerade meinen 9. Trek beendet und wollte die neue Karte starten, habe auch einen Campingplatz rausgesucht, habe mich gefreut. In gut 25 Kilometer soll der nächste Campingplatz sein. Ich hatte ja gerade diese Riesenumleitung hinter mir, wo ich überhaupt nichts filmen konnte, wo es nur an Landstraße und so weiter ging. Ja, jetzt bin ich guten Kilometer gefahren, nachdem ich die Route gestartet habe. Und guck mal, was da kommt. Es geht so weiter. Also wieder Umweg suchen. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Ja, wir sind wieder zurück auf dem Track. Deichsperrung aufgehoben ab hier. Ich habe gerade noch eine lustige Radeltruppe oder radelnde Frauen getroffen. Die schütteln auch nur den Kopf über die Streckenführung hier heute. Naja, aber wir regen uns wie gesagt nicht auf. Damit muss man einfach leben und fertig werden. Und jetzt ziehen wir noch die letzten 25 Kilometer durch bis zum Campingplatz. Und dann machen wir uns da noch einen schönen Nachmittag bzw. frühen Abend. Ja, und doch noch ein paar schöne Bilder hier. Das andere, das schwert sich im Video alles und schreibt drauf, zensiert. Ja, so sieht es nach 124 Kilometern aus. Ich nähere mich langsam den Campingplatz. Die Umleitung, die hat auch wieder richtig Kilometer gekostet. Naja, heute ist Sonntag, da passt einfach alles. Jetzt rechts auf alte Chaussee. So, jetzt schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Überraschung dürfte es ja eigentlich heute keine mehr geben, oder? Ja, nach 137 Kilometern haben wir dann diesen schönen Anblick nochmal. Da sind wir auch kurz am Campingplatz, noch knapp 5 Kilometer. Dann müssten wir da sein. Stell nochmal die Kamera. Ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt 20 nach 8.
Und ich bin nach 142 Kilometern am Campingplatz Krautsand am Elbstrand angekommen. Ja, und ich habe hier für den Platz 13,50 Euro bezahlt. Der Platz ist auch soweit ganz in Ordnung. Toiletten und so weiter ist alles blitzeblank sauber. Ja, ich habe hier diesmal eine Zeltwiese auf dem Nebenplatz bekommen, weil auf der offiziellen Zeltwiese kein Stromanschluss ist. Daher ist der Platz diesmal nicht ganz so schön und ist ein bisschen abseits von dem Sanitärgebäude. Filme ich morgen früh noch mal hier ab, das Areal, wo ich stehe, kommt dann im nächsten Video mit. Weil heute gehe ich nicht mehr raus. Ich bin einfach viel zu kaputt dazu. Ja, dann kommen wir mal zum Tagesverlauf. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es heute ein leicht enttäuschender Tag war. Weil ich hatte eigentlich gedacht, heute würden wir sehr viel an der Elbe entlang fahren und so weiter. So sah es halt jedenfalls auf der Karte aus. Aber ja, die Realität hat uns heute dann so ein bisschen eingeholt. Ja, bis Hamburg war ja alles in Ordnung, bis wir dann halt an die Fähre ankamen, ja, die dann halt letztendlich keine Fahrräder und Anhänger mitgenommen hat, beziehungsweise vielleicht zu anderen Zeiten, auf jeden Fall als ich da war, sah es sehr schlecht aus. Ja, dann bin ich ja halt durch den alten Elbtunnel und dann ja, begann so ein bisschen meine kleine Odyssee, weil ich dann halt von diesen kleinen Inseln nicht runtergekommen bin, weil da halt sehr viele Brücken gesperrt waren und so weiter. Aber da habe ich mittlerweile ein paar neue Informationen zu bekommen. Ja, ich hatte hier vorhin mit dem Campingplatzbetreiber mal über die Situation von heute gesprochen, die mir da so widerfahren ist. Und da sagte er, ja, morgen wäre in Hamburg der Ironman. Und das erklärt auch, warum da so viele Absperrgitter standen und so weiter. Und vor allen Dingen, warum wir heute da so viele Radfahrer gesehen haben. Wenn ihr mal euch so ein bisschen zurückerinnert an die anderen Szenen in dem Video, wo die ganzen Radfahrer mit ihren ganz teuren Helmen und der teuren Ausrüstung durch die Gegend gefahren sind. Ja, da hatte ich mich ja schon so ein bisschen gewundert, was die da machen. Die werden sich da wohl heute eingefahren haben und vielleicht die Strecke schon abgefahren haben. Ja, jedenfalls werden wohl sehr viele diese Absperrungen mit dem Ironman zu tun gehabt haben. Ja, und dadurch hat mir dann natürlich da eine riesen Odyssee aus Hamburg rausgekommen, beziehungsweise wieder auf den normalen Track. Ja, zum restlichen Torverlauf brauche ich dann ja auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Meist habt ihr ja gesehen und gehört. Auch da hatten wir ja das Problem, dass wir heute sehr, sehr viele Umleitungen in Kauf nehmen mussten und dadurch immer wieder ins Landesinnere abgedrängt wurden. Und ja, und somit der schöne Blick auf die Elbe eigentlich zu 90% verwehrt wurde. Das Einzige, was wir heute zuhauf gesehen haben, war der Deich von rechts. Ja, aber haken wir ab, ist Pech, passiert manchmal, lassen uns nicht von unterkriegen. Morgen geht's weiter, morgen fahren wir dann zur Kugelbake. Ja, und für den morgigen Tag hat der Campingplatzbesitzer mir dann auch einen guten Tipp gegeben. Er sagte halt, wenn ich wieder früh starte, soll ich direkt hier durch so ein Dörfchen fahren und nicht über einen Deich, weil in 5 Kilometer wohl ein Sperrwerk kommt und das wohl erst ab 10 Uhr befahrbar ist. Das ist wohl über Nacht bis morgens 10 Uhr nicht befahrbar. Ja, den Tipp nehme ich natürlich dankend an und deshalb werde ich mir jetzt noch eben Weg raussuchen, wie ich morgen am besten zur Kugelbarke komme. Ja. Und da soll es dann auch für heute gewesen sein. Ist zwar nicht das tollste Video geworden, aber wie gesagt, passieren manchmal solche Dinge. Und ich bin niemand, der dann halt die Sachen wegeditiert oder zensiert oder sagt, war alles ganz toll. Es ist halt so passiert und ja, so soll es dann auch auf YouTube zu sehen sein. Ja, wie gesagt, morgen dann mit dem nächsten und mit dem letzten Video zum Elberadweg. Aber es geht ja dann im Anschluss direkt weiter auf dem Weserradweg. Also dann bis morgen früh.